Jo, hallo Freunde und willkommen auf diesem Kanal, hier in meiner Diecast-Höhle, heute mal wieder am Basteltisch. Hallo, hier bastel, bastel, bastel. Ja, heute zeige ich euch mal wieder ein paar Modelle, die ich mir in der letzten Zeit, nach dem letzten Video vom Burak, ja, Grüße gehen raus, die ich mir danach so nach und nach geholt habe. Da muss ich gerade mal die drei Modelle hier rüberholen. Es sind nicht viele, also wird es auch wieder kein langes Video werden. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ohne groß nachzudenken. Kleiner Spoiler. Heute Abend, Dienstag, Livestream. Da werde ich auch wieder eine Ankündigung machen. Ja, genau. Was in nächster Zeit so ansteht bei mir. Hier habe ich noch was gefunden, was ich mal abgeschnitten habe. Weg damit. Ja, nee, willkommen auf meinem Kanal, wie gesagt. Und ja, dann zeige ich euch doch einfach mal die. Es sind insgesamt, ja, 8 Autos, die ich mir noch geholt habe. Und will gleich mal mit diesem Modell hier anfangen. Und zwar aus der Boulevard-Serie von Hot Wheels. Den 04er Mazda Speed Miata. Ja, schickes Auto auf jeden Fall. Wie gesagt, die Autos gehören noch dazu. Honda Civic, Ford Escort, den ich mir wahrscheinlich auch noch zulegen werde. Der Mazda, der Impala und der Panelbus. Bei dem Bus weiß ich noch nicht. Der Honda, gefällt mir jetzt nicht so. Ja, der Escort wird auf jeden Fall noch kommen. Genau wie es den Sierra Crossverse. Den werde ich mir auch noch holen. Ja, wie gesagt. MX-5 Mazda Speed Miata aus der Boulevard-Serie. Dann habe ich mir ein etwas älteres Modell. Auf der Verpackung steht zwar 91, aber ich glaube 91, 92 müsste das sein. Und zwar diesen Mazda MX-5 Miata in Gelb mit, ja, sind es gelbe oder grünliche Räder? Keine Ahnung. Schöner pinker Inneneinrichtung. Ja, Karte ist soweit gut. Okay, mit ein paar, ja, wie man so sieht, leicht geknickt. Und hier geht es schon ab, aber ist nicht so schlimm. Die sind eh in den Blistern drin. Ja, alte Karte von Mattel. Die 172 Collection Number. Hinten sieht man natürlich schon, ja, ist schon was älter, die Karte. Die gibt es natürlich auch noch. Ja. Ich denke, der ein oder andere wird vielleicht was davon haben. Und gleichzeitig habe ich noch diesen MX-5 in einer anderen Farbe. Selbe Verpackung wie der. Ja. Hinten auch, wie es aussieht. Hinten, wie man sieht. Ja. Auch von 91 steht da. 91. Ja. In Rot mit anderen Rädern. Und einer, ja, leicht hellbraun, beigen, wie auch immer, Inneneinrichtung. Ja, das waren jetzt erstmal die Mazda-Modelle. Einmal Boulevard und zweimal normale Mainliner. Dann habe ich mir ein Set gekauft. Und zwar von Hot Wheels Car Culture. Das Runen oder Runen Run, wie man es auch aussprechen möchte. Set 1 bis 5. Leider, ich glaube, da gibt es einen Chase Car, glaube ich, einen schwarzen Wagen. Den habe ich nicht. Muss ich auch nicht unbedingt haben. Ja, hier haben wir den schönen blauen Mazda MX-7 von 95. Baujahr 95. Die Karte ist schön im Cartoon-Style gehalten. Ja, 1 von 5. Hinten kann man wieder sehen, was es alles gibt für Autos. Ja, von 2022 steht drauf, aber ich glaube, dieses Jahr, glaube ich, erst rausgekommen. Ja, die Nummer 1. Dann haben wir hier die Nummer 2 vom selben Set.
Den Nissan 300ZX Twin Turbo in Rot mit schwarzen Rädern, schwarzer Inneneinrichtung. Ja, wie gesagt, Karte ist dieselbe hinten. Auch wieder schöne Cartoon-Grafik. Kann man sagen, Cartoon-Grafik? Ja, ne? Könnte man sagen. So, die Nummer 2. Die Nummer 3 ist der 81er Toyota Starlet KP61. Auch ein cooles kleines Auto. Ja, ich mag ja diese japanischen kleinen Autos, auch diese japanischen kleinen Busse. Ja, Honda N-Box und wie heißen sie alle, ne? Und ja, Nummer 3 in Lila mit Work-Aufschrift. Ja, kupferfarbene Räder, könnte sein. Braun, kupferfarben, keine Ahnung. Schwarze Inneneinrichtung. Ja, Rückseite ist dieselbe. Legen wir das mal so rum. Dann die Nummer 4 ist der 6, nee, der 98er Subaru Impreza 22B STI Version in Orange mit schwarzen Rädern und schwarzer Motorhaube. Ja, auch wieder wunderschöne Zeichnung. Ja, die gefallen mir, die Zeichnung. Rückseite ist dasselbe. Und dann kommen wir zur Nummer 5. Das ist der Mazda RX-7 FC Pandem. Ja, schön aufgebaut im Pandem-Style, wie man auch an der Karte erkennt. Vorne mit den Leuchten oder was das sind. Ich glaube Zusatzleuchten. Keine Ahnung. In Weiß mit, ja, goldenen Rädern. Ja, schön bedruckt. Karte ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe sie mir eigentlich auch nur wegen der Karte und natürlich, weil Mazda und Nissan dabei ist, Toyota, ja gut, Subaru ist jetzt nicht so, aber der 22B, finde ich, der geht. Ja, Freunde, das soll es auch erstmal gewesen sein. Heute hier am Dienstag, was haben wir heute? Die 26., 27., keine Ahnung. Heute Abend Livestream. Für die Leute, die das wissen. Ja, da werde ich dann auch noch was sagen, was in nächster Zeit passiert. Auf dem Kanal hier. Ja, ist nur eine kleine Info. Und ja, das war's eigentlich schon von dem Video. Wer vielleicht Fragen hat oder Anregungen hat oder sonstiges hat, gerne unten in die Kommentarbox schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid, wieder das Video geguckt habt. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao, ciao, euer Dikas Manu.